Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zur Osterfolge von Assassin's Creed Valhalla. So, ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Osterwochenende. Ich habe hier gerade mit Eivor die Eiersuche gemacht und hier ist der letzte Eierkorb, den wir finden müssen. Nummer 15, dann habe ich alle. Wir sind hier mitten auf der Säule drauf, hier unten bei dem Artefakt-Typi. Da ist das letzte, nehmen wir mit. Das war dann wohl das letzte. Und das war das letzte Ei. Eier, wir brauchen keine Eier mehr. So, dann gehen wir zurück, geben die nochmal ab und dann kümmern wir uns dann noch um die Frühlingskönigin und auch danach noch um den Schutz vor Geistern hier in diesem wunderschönen Osterfest. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode von Valhalla. Willkommen, ciao, nicht ciao. Moin. Na, ist noch nicht vorbei, verarscht. Wollte nicht ciao sagen. Komm ich darauf. Geht doch gerade erst los. So. Zu Alvin, Alvin. Alvin ohne die Chipmunks. Das sieht man auch nicht so häufig. Da vorne ist er. Mal gucken, was er sagt. Alle 15 Eier gefunden. Nochmal mache ich das aber nicht. Und? Wie läuft die Jagd? Ich habe viele gefunden. Aber nur du kannst mir sagen, ob es alle sind. Das stimmt wohl. Zeig mal her. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Weißt du, manchmal ist es genauso wichtig, sein Denkvermögen und seine Wahrnehmung auf die Probe zu stellen, wie seine Schwertkunst. Okay. Alvin Eiersammler ist nun als Gegner in der Estrisch-Schlägerei verfügbar. Ja, dann kann man ihn doch mal ordentlich einer reinhauen für die ganze Eiersuche. Hat nämlich echt lange gedauert, alle 15 zu finden. 140 Marken ist aber eine schöne Belohnung. Ja. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt, Sunifa war das nicht, ne? Um die Frühlingskönigin da. Kämpfen will ich nicht. Hier. Die Frühjahrskönigin, Maida, findet nicht, dass die Krone der Frühjahrskönigin zu ihrem kriegerischen Geist passt. Sie möchte eine neue. Aha. Sie möchte wahrscheinlich eher eine Wikingerkrone haben, oder? Gucken wir mal. Sie ist eine Kriegerin und wurde hier zur schönsten Frühlingskönigin gewählt. Da ist sie. Maida. Maida, ich habe gehört, du wärst zur Frühjahrskönigin gewählt worden. Oh, ich hasse es. Ich habe allen gesagt, dass ich das nicht will, aber sie haben nicht gehört. Und nun muss ich diese furchtbare Blumenkrone tragen. Das ist doch kein Kopfschmuck für eine Kriegerin. Vielleicht könntest du sie mit Stolz tragen, wenn sie besser zu deinem Huga passte. Ja. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich will eine Krone aus einem Tier, nicht aus einem Garten. Okay. Bertram hörte Sunifa über ein Tier sprechen, das zurzeit sehr viel Wild im Wald reißt. Bisher konnte sie seine Fährte nicht aufnehmen, aber es wäre mir eine Ehre, eine Krone aus einem solchen Raubtier zu tragen. Diese Bitte kann ich leicht erfüllen. Ich komme mit einer Krone zurück, die unserer Frühjahrskönigin würdig ist. Danke, Eivor. Ich stehe in deiner Schuld. Okay. Das ist unsere Frühjahrskönigin. Dann gehen wir in den Wald jagen. Sogar ein bisschen weiter weg, 1000 Meter. Schade, der Hund ist nicht geschmückt mit Blumen. Wäre auch mal was. Eine Kriegerin, eine Wikingerkriegerin, eine Schildmaid, packt sich natürlich nicht irgendwelche langweiligen Pflanzen in den Haar. Nee. Ich brauche Fleisch. Ah, ich hasse immer diese Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb einer Ortschaft. Lass mich doch einfach hier durchreiten, ey. Ich tue schon niemandem weh. Hirsch. So, mal gucken, was wir für ein Tier jagen müssen. Was es ist. Ob es ein Wolf ist? Muss ja irgendwas... Wildes sein, wenn es andere Tiere hier jagt. Also denke ich mal irgendwas mit Wolf oder so. Alter, gerade mal gerade hoch, ey. So. Immer wenn im Boden, wenn man hochreitet, so eine komischen Bodenwellen sind, macht der Wolf komische Links-Rechts-Bewegungen ganz automatisch. So, ich glaube, den Rückweg, den beschleunige ich dann mit einer Schnellreise. Hui.
ja hier schon fast im nächsten Gebiet, ey. Hier sieht es schon wieder herbstmäßig aus bei den Bäumen. Ist nichts mehr mit Frühling. Wo ist die Mauer hoch? Die Mauer muss weg. So, da sind die römischen Ruinen, wo ich oftmals am Anfang des Spiels gegen so einen Eiferer gekämpft habe. Wo Eivor noch nicht ganz so stark ausgebaut war bei mir. Da waren die Kämpfe noch hart. Frage die Bestie, ey. Da, wenn das hier nicht mal ein Herbstwald ist, schön rot. Ghost of Tsushima-Style. Nur, dass hier weniger Laubblätter rumfliegen. Ghost of Tsushima kommt jetzt übrigens ins Kino. Du musst anonym sein. Ich bin voll anonym, keiner kennt mich. Oh, der Schwein! Der kennt mich. Das Biest muss in der Nähe sein. Ja. Ich sollte nach Spuren suchen. Ja, wollte ich gerade machen. Da vorne sehe ich was. Nee, das ist mein Wolf, oder? Nee. Hä? Ist das ein Bär? Ein wahrlich grausiger Anblick. Das so. Muss das Werk dieses Untiers sein. Das ist ein Bär. Das Viech hat einen Bär gekillt? Was jage ich denn jetzt hier? Das Tier wurde auf eine Art ausgeweidet, die ich noch nie gesehen habe. Es muss Krallen oder Klauen haben. Okay. Krallen oder Klauen und dann ist es so mächtig, dass es den Bär tötet? Das ist aber schon heftig. Da ist eine Blutspur. Die sollte mich zu dem Raubtier führen. Hat jemand einen Löwen mit angeschleppt oder so? Da haben wir einen Wolf da vorne. Das ist mein Wolf, der hier Geräusche macht. Achso, das sind die Jäger. Ja. Soldaten sind mir jetzt erstmal egal. Was haben wir denn hier? Das sieht aus, als würde es einem Bauern gehören. Aber hier im Wald gibt es keine Gehöfte. Gehörte einem Bauern? Ich glaube, der Bauer gibt es nicht mehr. Es geht hier weiter in der Spur. Blutige Fußspuren? Die sind aber menschlich. Ey, wo sagt gar nicht zu den Spuren? Da ist ein Bauer. Oh, Hilfe! Ist da jemand? Ja, ich bin da. Rettet mich vor diesem Ungeheuer! Wo ist es denn? Beruhige dich, mein Freund. Ich werde die Waldbestie erlegen. Oh, den Göttern sei Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Weißt du, wohin sie gegangen ist? Dort! Siehst du sie denn nicht? Sehe ich sie? Oh nein! Wir werden alle sterben. Das ist ein Hähnchen. Ich sehe nur ein Hühnchen. Es ist ein Meister, der verkleidet. Lass dich von dem Untier nicht weg. Alle, wir leben. Bitte, du musst es erlegen. Ach gut. Bleib hier, während ich mich darum kümmere. Es kämpft mit der Wut des Fenriswolfs. Was ist das für ein Ungeheuer? Ich habe dich doch gewarnt. Ihr hättet gerne den Kampf gesehen, das Huhn gegen den Bären. Ich hab's erlegt. Aber wir machen jetzt aus der Frühlingskönigin eine Hähnchenkrone. Für die. Oder was? Das ist sicher. Wo hast du dieses Huhn aufgetan? In Hel? Oh, besten Dank. Ich fasse es immer noch nicht, dass Romy mich angriff. Romy? Romy. Ja. Das Huhn, das du gerade erlegt hast. Ich wollte es zum Markt bringen, als ein Bär erschien. Mhm. Ich dachte, das wäre mein Ende. Aber Romy beschützte mich. Sie bezwang den Bären, als wäre es nichts. Ich wollte sie beruhigen. Aber nachdem sie den ersten Tropfen Blut gekostet hatte, war sie nicht mehr zu halten. Das ist ein sehr besonderes Huhn. Ja. Stell dir vor, sie sollte geschlachtet werden. So etwas werde ich keinem Huhn mehr antun. Sag, darf ich Romy verwenden, um einer Freundin eine Krone zu fertigen? Ja, natürlich. Es wäre mir eine Ehre, wenn etwas von Romy weiterleben kann. Ich helfe dir sogar dabei. Ich weiß nicht, ob Maida das erwartet hat, dass wir mit einer Huhnkrone zurückkommen.
Okay. Kehre zu Maida zurück. Krone der Frühjahrskönigin. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Quest, die es auch mal in Assassin's Creed Odyssey gab mit Cassandra, wo man jemanden töten musste, der sich ja als Adlermann oder Adlerfrau ausgegeben hat, und der hatte auch ein Hähnchen dabei. Und dann gab es so ein Duell gegen den. So, wir gehen zurück zur Siedlung und dann bringen wir ihr die Hähnchenkrone. So, sind wir in der Siedlung. So. In der Siedlung hier so ein Event ist und sowas, dann dauern die Schnellreisen dahin immer richtig lange. Fast 2 Minuten oder so im Ladebild, ey. Bin ich mal gespannt, wie sie jetzt auf diese Krone reagiert. Die edle Kriegerin. Ist jetzt heller geworden? Das ist aber irgendwie dunstig. So, sie hat schon Platz genommen auf ihrem Frühlingsthron. Das Gespräch geht auch gleich los. Frühjahrskönigin. Nun erhältst du deine Krone. Eivor, wie wunderbar! Welch schreckliches Untier gab sein Leben, um etwas so Schönes zu schaffen? Es war ein geflügeltes Wesen, wie ich es noch nie gesehen habe. Von seinem Schnabel tropfte Blut und seine Krallen waren schärfer als jede Klinge. Offensichtlich ein mächtiger Gegner. Ich wünschte, ich hätte dem Kampf beiwohnen können. Es war wahrlich ein besonderer Anblick. Wirst du deine Rolle nun gerne übernehmen? Ja, ich werde diese Krone mit Stolz tragen. Ich danke dir. Yay, da hat sie aber die Geschichte nochmal gut ausgeschmückt. Genauso geschmückt wie die Krone. Ich dachte, sie setzt sich jetzt hin mit der Krone. Jetzt lässt sie es hier einfach so liegen. Ich kann mich da nicht hinsetzen. Nochmal 140 Festmarken. Yay. Können wir uns alle Tätowierungen kaufen oder diesen knallbunten Sühnen, den keiner haben will. So, dann machen wir weiter. Dann gibt es jetzt hier noch eine Geisterjagd. Geisterschutz heißt das Ganze. Und dann hat man nur noch die drei, die sich hier wiederholen. Also Eierjagd ist weg, kann man nur einmal machen. Schlägerei, bewegliche Ziele und das Saufen kann man genau wie im Julfest dauerhaft wiederholen, die drei. Das sind wahrscheinlich die, die immer wieder so auftauchen bei diesen Siedlungsfestivals. Aber Geisterschutz ist nochmal was Eigenes. Da müssen wir mit Alvis sprechen. Das ist der Typ, der immer die Spottgespräche hier in der Siedlung macht. Wo steht der denn rum? Hier hinten? Könnte dann vielleicht auch schon die letzte Quest sein für das Osterfest. Da vorne steht er. Da haben wir ihn aber ganz schön im Regen stehen lassen. Hä? Das ist nicht Alvis. Das ist ein Stein. Du musst bis zum Einbruch der Nacht warten. Ach ja, klar. Hat er ja gesagt. Tagsüber kommen keine Geister raus. Es ist dunkel. Ja, jetzt beginnt es. Das ist nicht Alvis. Ah, gut. Das ist Arkia. Wo ist Alvis? Ja, nun weißt du, Alvis und ich hatten einen kleinen Streit. Möglicherweise sagte ich etwas Abfälliges über seine wahnhaften Ängste. Das hat er sicher nicht gut aufgenommen. Nein, hat er nicht. Er sagte, wenn ich so sicher sei, dass seine Ängste unbegründet sind, solle ich das Ritual an seiner Stadt durchführen. Hast du so etwas schon einmal gemacht? Aber nein. Doch er hat mir eine Liste dagelassen. Und wie schwer kann es schon sein? Was steht denn darauf? Man beginnt damit, Feuer um die Siedlung zu entzünden, um Schutzwälle gegen die Geister zu schaffen. Völliger Blödsinn und reine Zeitverschwendung. Möglich. Aber ich würde gern Alvis Wünschen entsprechen. Natürlich, natürlich. Geh du Feuer entzünden und komm dann zu mir. Es gibt noch weitere Schritte. Na klar. 8 Feuer. Mhm. Hoffe ich, werde mir die auch angezeigt. Nicht, dass ich die wieder suchen muss für die Eier. Wupp.
Öffne die Karte, um deine Ziele zu finden. Ja. Wird aber nur eins angezeigt. Sie sind im Gebiet von Chavnatov. Das hätte ich nicht erwartet. So, 1 von 8. So, das Feuer sollte bis zum Morgen brennen. Das soll ja um die Siedlung herum sein, ne? Also laufe ich mal am Rand lang, um die zu finden. Hey, 8 Stück, die irgendwo rings um die Siedlung herum sein sollen. Können doch nicht so weit auseinander sein, oder? Vielleicht auch doch. Komm schon. Wo sind sie alle? Hier brennt schon Feuer. Ah, überblicke jetzt das Land, Freundin. Ja, so ist schön. Süden zeigt mir doch ein bisschen was an. Also dahin. Sind doch schon recht weiter weg als gedacht von der Siedlung. Aber es gibt noch weitere Schritte. Bin ich mal gespannt, was dann noch kommt. Das sieht nach... Ja, sieht nach Feuer aus, ich weiß. Das sollte lichterloh brennen. Mhm. Da oben ist das nächste. Das sehe ich so auf der Klippe hier. Ja, genau das. Das sieht nach einer Feuerstelle aus. Ein mit das offensichtlichste Feuer überhaupt von hier oben. Mögen diese Flammen uns beschützen. Mhm. Ein Hoch aufs Feuer. So, jetzt nochmal kurz gucken. Jetzt muss ich schon Was weiter nach du? Da. Aber hier nichts mehr. Na ja, dann da. Das scheint das am nächsten dran zu sein. Da unten. Dann haben wir schon die Hälfte. So, und dann noch 4 Stück. Vielleicht auf der anderen Flussseite noch. Wer weiß. Hier mitten am Friedhof, okay. Das wäre erledigt. Ah. Ich gehe erstmal dahin. Das wäre erledigt. Was? Ist noch nicht erledigt. Sollen wir die Markierung wieder wegmachen? Hab schon sonst zu viele da offen. Wo ist es denn? Da. Nummer 5. So, machen wir kurz mal die Markierungen weg, sonst verwirrt mich das Ganze. So. Heute bis zum Morgen brennen. Mhm. 3 noch. Sieh mal nach, Sühnen. Sag ich doch, auf der anderen Flussseite. Da oben. Ätzend. Aber hier muss doch auch noch ein bisschen mehr sein. Sind doch nicht alle da. Dann vielleicht da hinten noch in dem Bereich. Jetzt muss ich aber erstmal da oben rauf, wo wir mal gelernt haben, den Todessprung zu verwenden von Heitam. Das war genau diese Klippe da oben. Da haben wir dann gelernt, dass wir in einen Heuhaufen reinspringen können. So, schwimmen geht halt mit dem Wolf ein bisschen schneller als allein. Nichts mehr zu essen hier. Na, Eva, geht schneller. Ah, sie macht's schon laut. So.
6 von 8, noch 2. Mögen diese Flammen uns beschützen. Was siehst du da oben, Sühnen? Da drüben. Mhm. Ohne Sühnen würde ich mir den Arsch absuchen, glaube ich. Aber dann haben wir gleich den Kreis fertig, glaube ich. Upp. Da sehe ich es auch am Flussufer. Dort drüben sehe ich eine Feuerstelle. Muss ich wirklich vom Wolf runter? Oder kann ich das so machen? Das sollte lichterloh brennen. So, da brauche ich nicht absteigen. Und das letzte ist dann da oben, okay. Los, Sühnen. Nummer 8. Ich glaube, das sollte eine der Feuerstellen sein. Hast du richtig erkannt. Und das letzte sogar. Der Kopf ist im Weg vom Wolf. So. Alle Feuer wurden entzündet. Ich sollte zu Aki zurückkehren. Dann bin ich mal gespannt, was die nächste Aufgabe ist. Ich hoffe, ein bisschen spannender als nur Lichter anmachen. Wieder an dem Stein? Wahrscheinlich. Ja, da am Feuer, am ersten Feuer. So, Aki, Feuer brennt. Aki, alle Feuer rund um Hrefnatorp wurden entzündet. Gut, nun folge mir. Der nächste Schritt findet im Wald statt. Okay, im Wald. Blutopfer? Kommen wieder Killerhühnchen drin vor? Ihr Krieger macht euch ständig Sorgen um eure Geister. Als wäre heute kein Tag wie jeder andere. Mhm. Vorsicht, Aki. Wenn du so denkst, könnte dich das Unbekannte womöglich unvorbereitet treffen. Vielleicht. Aber vielleicht habe ich dadurch auch einfach mehr Zeit, mich meinen Künsten zu widmen, statt mir Sorgen zu machen. Vielleicht. Was verlangt Alvis im nächsten Schritt? Wir sollen alle Geister herauslocken, die in unsere Welt übergetreten sind, um uns zu schaden. Und sie vertreiben. Alles und wie finden wir sie? Es gibt eine Rune oder ein Zeichen, durch das sie in unsere Welt treten konnten. Ich nehme an, wir erkennen es, wenn wir es sehen. Das klingt doch recht einfach. Und wie bannen wir diese Geister? Das steht hier nicht. Vielleicht reden wir mit ihnen. Ansonsten finde ich Schläge oft sehr überzeugend. Ja, genau. Wir klatschen die weg. Ghostbuster-Style. Hier am Nebelstein. Ah, da, beim Totem. Okay. So, dann hol mal die Geister, die ich rief. Hier bin ich. Komm, wir bringen diesen Schwachsinn hinter uns. Okay, Drohne aktivieren. Wow, kaputt gemacht. Geister. Hältst du die Geister noch immer für ein Ammenmärchen? Das ist nicht die Zeit für Belehrungen, Eivor. Geisterbären sind das. Aki ist down. Der kann nix. Holy. Einer weg. Ausgewichen. Von hinten ran. Nimm das, du Geisterbär. So, und jetzt der letzte. Aki steht wieder auf, alleine. Waren das alle? Nur die Bären? Zum Glück waren es keine Geisterhühner, dann hätten wir es nicht geschafft, glaube ich. Erledigt. Ich kann es kaum glauben. Wir haben es beide gesehen, oder? Ja. Mir scheint, du schuldest Alvis eine Entschuldigung. Wohl wahr. Aber die Befriedigung gönne ich ihm nicht. Ich gehe zurück zur Brauerei. Ja, ja.
Und er hat da sogar richtig auf die Fresse gekriegt und war down. Das war's, Geisterschutz. 800 Erfahrungspunkte. Ich glaube, da sind wir durch. Ja, keine Quest mehr hier für das Fest. Ich guck nochmal auf die Weltkarte. Sollte... Ne, hier. Schlägerei. Dann das Saufen und bewegliche Ziele. Randvieh. Und Jütenheim-Quest für Valka. Ja, dann haben wir alle. Supi, da haben wir das Osterfest ordentlich nochmal ausgenutzt und alles gemacht. So, jetzt hole ich mir hier nochmal die Verbesserung. Na, guck mal, ich nehme die Lebenspunkte einfach nochmal mit. Jetzt hier noch schweres Schild, damit ich dann hier runterkomme für die Giftverbesserung. Und dann gehen wir hier einfach nochmal weiter in die Richtung. Guck mal, hier ist auch nochmal Nahkampf drin und so. Schwerer Schaden, Attentatsschaden und Nahkampfschaden noch mehr. Was macht der hier? Versteckte Pfeile. Naja, brauche ich nicht. Hier sind noch meine Lebenspunkte. 305 Stärke erreicht. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Das waren jetzt zwei Folgen hintereinander für das Osterfest. Haben wir alles rausgeholt. Haben ordentlich auch nochmal hier Ostermarken bekommen. Muss mal schauen, ob ich mir dafür noch was hole. Ich habe jetzt 440. Also es lohnt sich eigentlich ganz gut, wenn man alles macht. Kannst du dir fast alles holen. Aber das meiste ist alles nur Dekoration für das Dorf oder die Tätowierung und dann ein bunter Vogel. Ja, richtig bunter Vogel. In der nächsten Folge quatschen wir dann mit Randvieh und dann können wir uns schon das nächste Gebiet in England auswählen, wo wir hingehen. Ich werde Südsächse wählen, denke ich mal, dass wir da weiterkommen. Müsste sogar auch gegen Fulke und so gehen dann. Mal gespannt, wie es dann weitergeht. Also, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben dafür die Folge und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und schöne Ostern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.